Hi Leute und willkommen bei einem neuen Unboxing-Video. Heute geht es um meine Steelbook-Sammlung, genauer gesagt zum Thema Filme. Denn habe ja bereits meine Gaming-Steelbook-Sammlung vor einiger Zeit präsentiert. Nun ist meine Filmsammlung dran, wobei hier die Auswahl sehr viel geringer ausfällt und würde sagen, wir beginnen direkt mal mit Alien. Also das hier ist ein sehr, sehr tolles Steelbook vom ersten Alien-Teil. Boah, wie alt ist denn der? Steht das hier hinten drauf? Moment, die Neuauflage. Ach, von 1979. Wow. Also war immer noch ein Klassiker, der Film. Also gefällt mir super. Und hier hinten, hinter dem Cover, Moment, haben wir eine Mieze, 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 Katze. Ja, das ist einer meiner liebsten Steelbooks. Also hier die andere Seite mit der Katze, ne? Gefällt mir super, auch vom Farbton her. Und habe davon noch ein anderes in Grün vom Predator. Moment, da gucken wir aber erstmal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach der Reihe entlang. Moment, Bad Boys 2, wo ist denn der erste Teil? Ich habe hier genau beide Teile, die waren mal im Angebot. Habe mir die deswegen geholt. Glaube, jeder Teil hat irgendwie 9 Euro gekostet und finde das ganz okay für 9 Euro so ein Steelbook. Meine, die Filme sind auch bereits sehr, sehr alt, aber mittlerweile kann man sagen, es sind auch Klassiker, oder? Und auf der Rückseite vom ersten Teil habt ihr hier die Marke abgebildet von der Miami Metropolis. Unten noch mit einer Nummer. Ich habe keinen Plan, ob das jetzt eine limitierte Nummer ist. Also ob das jetzt das Steelbook Nummer 1340 ist. Bin da etwas uninformiert. Oder ob auf jedem dieselbe Nummer ist. Das kann auch sein. Aber für 9 Euro, glaube ich, da kann man nichts Limitiertes erwarten. Und beim zweiten Teil haben wir nochmal hier ja, die Hauptcharaktere im Hintergrund, die man sehen kann. Und würde sagen, wir machen direkt weiter mit einem Steelbook. Oder mit dem allerersten in meiner Sammlung, genau. Hab das hier im Jahr, wann war das, 2008 oder 2009 gekauft. Das war mein allererstes Steelbook. Ist ja auch gute 9 Jahre her oder 9 oder 10 Jahre, je nachdem. Mal gucken, von wann ist denn der Film hier? Muss mal wieder suchen hier. Ah, von 2006, UK. Aber habe den erst 2008 oder 2009 gekauft. Das war mein allererstes Steelbook. Der Film ist so, naja, also habe den damals ganz gerne geguckt, aber mittlerweile habe ich da überhaupt kein Interesse dran mehr an Filmen dieser Art, sagen wir es mal so. Und daher kommen wir nun zu einem Film meiner Art, genau. Einem Film, der mir sehr, sehr gut gefällt. Malte, genau. Hab da aktuell leider nur den ersten Teil in meiner Steelbook-Sammlung und will im Prinzip alle haben, so, weil das ist so einer meiner Lieblingsfilme. Im Prinzip wird da nur rumgeballert, draufgehauen und mit den Patronen geklotzt, aber das ist halt so genau mein Ding. Und das Steelbook ist jetzt nichts Besonderes, so, aber wollte es dennoch haben, so für meine Sammlung. Ich glaube, es war auch im Angebot für 9 Euro, irgendwie kosten die alle immer 9 Euro. Und guck jetzt kurz mal hier hinten nach. Was haben wir denn hier? Fear the Walking Dead. Genau. Ist das der erste Teil? Moment. Wo ist denn der erste? Ah, hier ist der erste. Moment. Ich werde mal kurz das Pappteil hier abnehmen. So, und hier ein bisschen auf Platz machen. Das ist der erste Teil von Fear the Walking Dead. Rückseite. Also was mir hier am besten gefällt, ist die Vorderseite hier. Das gefällt mir super. Ist das das Santa Monica Pier? Nee, das ist ein anderer Pier. Auf gar keinen Fall Santa Monica Pier. Das sieht ein bisschen anders aus. Und hier ist, Moment, das ist doch der zweite Teil, oder? Ich mach das mal kurz auf. Guck mal kurz rein hier. Was haben wir denn hier? Fear the Walking Dead. Ja, genau, das ist die zweite Season. Und ja, der zweite Teil war auch im Angebot. Ich glaube, der erste war noch sehr teuer. Aber fand halt das Design sehr gelungen, hat mir das deswegen geholt. Und ja, zweite war im Angebot, musste dann auch geholt werden, ist ja ganz klar. Und nun kommen wir zu Hardcore. Genau, Hardcore war auch ein ganz netter Film. Und glaube, habe dafür den Vollpreis bezahlt. Und hier die Granate, die kennt ihr ja aus meinen Unboxing-Videos, weil dieses Steelbook liegt normalerweise da hinten, hier, wo mein Finger drauf ist, auf dieser Position. Normalerweise liegt die Granate hier. Aber musste die jetzt halt hervorholen für das Video. Also von der Optik her
ist es einer meiner liebsten Steelbooks hier mit der Granate. Der Film ist so okay, weil bin im Prinzip keine Person, die jetzt so super gerne Filme guckt. Also ich bin eher so der Serientyp, guck mir halt extrem gerne Serien an, aber davon gibt es halt nur sehr selten Steelbooks oder die kommen teilweise sogar nur als DVD-Version raus. Deswegen ist es ein bisschen blöd, da Serien zu sammeln. Was haben wir denn hier? Moment, das ist doch so ein... Das machen wir mal ab, wobei das kann im Prinzip dranbleiben, aber es flackert ein bisschen. Ich mache das mal lieber ab. Das ist von The Walk. Gut, dann kommen wir nun zu Fear and Loathing in Las Vegas. Ja, das ist ein alter, alter Klassiker. Den kennen auch nur die Älteren, die gerade zusehen. Ich würde mal sagen, so ab 25. Wobei, der Film ist selbst für mein Alter zu alt. Moment, hier unten wird angezeigt 1998, aber der Film ist älter. Moment mal. Also hier kann man jetzt nur 1998 ablesen, aber ich glaube, der Film war viel älter, oder? Der war doch Anfang der 90er, oder? Fear and Loathing, der gute alte Klassiker. Und das Steelbook, das kam erst in diesem Jahr raus und bin halt, naja, ein Fan von diesem Klassiker und wollte unbedingt das Steelbook hier haben. Die Rückseite hier mit den Fledermäusen, ne? Wir sind im Fledermausland. Also wenn jemand das Zitat noch kennt aus dem Film, ist ein super Film auf jeden Fall, ein alter Klassiker. Und das ist auch einer meiner liebsten Designs, so, weil das hat was, da hat man sich auch eine Idee gemacht, so wie man das Ganze designen soll, weil es gibt ja teilweise Steelbooks, da hast du nur den Titel drauf und das war's dann. Dunklen Hintergrund, nur total langweilig, aber bei Fear and Loathing ist es wenigstens noch interessant anzusehen. Und was haben wir hier? Ah, Pixels, genau. Ja, der Film wurde ja sehr kritisiert. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Klar, ihr könnt mir auch gerne zu den ganzen Filmen hier eure Meinung noch kommentieren. Und hier zu Pixels. Habt es geholt, Moment, weil das in dieser limitierten Lampen-Edition dabei war. Genau, so war das. Ich habe so eine Lampe hier von Pac-Man. Die kann man auch anmachen, die ist batteriebetrieben. Und glaube, das Steelbook war dabei. Genau, ist zwar ganz nett anzusehen, aber bin jetzt so im Prinzip kein großer Retro-Fan. Wovon ich aber ein Fan bin, ist von süßen Tieren, ja. Hab mir das nur geholt, weil die hier voll süß aussehen. Moment, ich werde mal kurz die Pappe hier abmachen oder wie geht das hier? Moment, einfach abziehen, ja, okay, super. Ja, das Steelbook so, den Film habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, der läuft irgendwie ab und zu mal auf Super RTL oder so im Abendprogramm. Aber hab mir das halt nur geholt, weil, naja, das sieht super süß aus hier, diese ganzen Motive hier. Oder? Das ist so das allersüßeste Steelbook auf der ganzen Welt, oder? Und hat mir das halt nur geholt, weil es so süß aussieht. So, dann machen wir aber mal weiter im Text, denn nun kommen wir zum Independence Day. Genauer gesagt, zu beiden Teilen. Ich habe bis jetzt nur den ersten gesehen. Genau, das hier ist ja der erste. Das ist der neue, oder? Habe ich es gerade verwechselt. Moment, ich habe auf jeden Fall nur den ersten Teil gesehen. Der zweite ist ja auch noch drin. Moment, genau, das hier ist der erste Teil vom Independence Day. Die waren auch im Angebot, glaube ich, auch für 9 Euro, genau. Jedes Steelbook 9 Euro, hab mir dann beide geholt. Und muss diesen Film hier auch noch gucken, den neuen, genau. Das wird dann irgendwann mal gemacht, weil, wie gesagt, bin so keine Person, die jetzt so gerne Filme guckt, weil das Problem ist halt bei den Filmen, gehen teilweise nur so, ja, 80, 90 Minuten, danach ist vorbei. Guck lieber eine Serie und häng dann da 3 Tage vor dem Fernseher. Es gibt halt nur ganz wenige Filme, die mir sehr gut gefallen. Das hier ist unter anderem so ein Film, Smoking Aces. Super toller Film und das Steelbook sieht in meinen Augen einfach nur grandios veredelt aus. Also dieses Design hier, absolut top. Die Rückseite ist geht so. Finde es ein bisschen langweilig, also finde die Vorderseite super und der Film ist auch super. Und nun kommen wir noch zu ein paar anderen guten Filmen. Hier, der allererste Predator-Teil, ja, der ist alt. Moment, steht ja auch das Datum da drauf, oder? Da gucken wir mal, Datum, Datum. Habe ich irgendwas an den Augen? Moment, ich habe da was an den Augen. Ach, 1987, okay. Also habe mir dieses hier zusammen mit dem Alien Steelbook geholt, weil diese gibt es exklusiv bei Amazon. Es gibt auch noch andere bunte Versionen in dieser Auflage.
und zu diversen Filmen. Also mir haben die zwei am besten gefallen, besonders halt hier bei Alien mit der Katze im Hintergrund. Ne, das ist ja ganz klar, dass sowas von mir gekauft werden muss. Und was haben wir denn noch hier? Oh, noch ein Film ist übrig. Ja, Resident Evil. Der erste Teil gefällt mir super. Das Steelbook ist so, naja, geht so. Das könnte man besser machen. Die Rückseite ist besser, aber es war auch im Angebot, sagen wir es mal so. Und hab da noch eine Sache, und zwar hier von The Walking Dead. Es ist kein Film, nein, es ist eine Serie, aber es ist das einzigste Serien-Steelbook in meiner Sammlung. Also wenn ihr jetzt fragen solltet, ja hey, wann kommt denn mal ein Update Seriensammlung? Also hab hier nur ein Steelbook zum Thema Serien. Hab zwar sehr viele Serien hier auf DVD und in kompletten Boxen, aber es sind ja jetzt so keine besonderen Versionen. Also das ist das einzigste Serien-Steelbook in meiner Sammlung von The Walking Dead. Und würde sagen, wir sind am Ende angelangt von dieser kleinen Film-Steelbook-Reise. Und zum Thema, ja, was gefällt mir jetzt am besten? Also, wenn wir jetzt mal von drei Plätzen ausgehen, was landet denn bei mir auf dem dritten Platz? Ja, das ist die gute Frage. Ich würde sagen, das hier von Hardcore landet bei mir auf dem dritten Platz, wegen der Granate halt, wegen der ganzen Optik, weil es liegt ja auch hinten immer bei mir in meinem Regal. Und das hier landet bei mir auf dem zweiten Platz, ist halt einfach ein totaler Kultfilm von damals. Und das Design ist super, gerade hier hinten mit den Fledermäusen. Super toll. Und ja, was hätten wir denn auf dem ersten Platz? Entweder Alien oder dieses hier. 1, 2 oder 3. Müsst ihr da mal überlegen. Also von der Optik her gefällt mir das hier auf jeden Fall besser. Weil klar, bei Alien hat man die tolle Katze. Aber das ist halt ein bisschen zu wenig, um bei mir auf den ersten Platz zu landen. Also das hier ist ein sehr kreatives Design meiner Meinung nach und ist deswegen bei mir auf dem ersten Platz. Und ihr könnt mir ja gerne noch kommentieren, was ihr denn so in eurer Film-Steelbook-Sammlung habt. Und ja, meine Film-Steelbook-Sammlung ist sehr viel kleiner als meine Gaming-Steelbook-Sammlung, aber habe immerhin ein paar Filme hier auf Lager gehabt, so zum Präsentieren. Und klar, kann auch gerne mal so meine normale Filmsammlung oder meine ganz normale Seriensammlung präsentieren. Das ist auch kein Problem. Also könnt ihr mir gerne kommentieren, so was denn als nächstes von mir ausgepackt werden soll und was ihr denn hier so von den Steelbook-Versionen haltet. Gut, Leute, würde sagen, das war's dann hier von diesem Unboxing-Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute, und bis zum nächsten Mal.